Und stattdessen gipfelt sich dieser großartige Verkehrsminister Scheuer ergebnislos durch die Lande und knallt seinen Experten dann auch noch einen vor den Latz. Ich sage Ihnen eins. Die Tage ohne Tempolimit sind gezählt. Und selbst wenn der Regierung die Klimaziele und die Maßnahmen egal sind, es gibt keinen Grund, die vielen Verkehrstoten in Kauf zu nehmen, nur damit irgendwelche Geschwindigkeitsfanatiker endlich mal Gas geben können. Keinen Grund dafür. Der Finanzminister sagt, die fetten Jahre sind vorbei. Wissen Sie, wenn der Alarm angeht, dann nützt es nichts, die Rauchmelder auszuschalten. Dann müssen Sie das Feuer löschen. Mehr Zukunft können wir uns nicht backen, aber eine andere Wirtschaftspolitik, die wäre dringend notwendig. Vielen Dank. Also Herr Holm, mal vorneweg, eine Sache lasse ich Ihnen nicht durchgehen. Sie haben hier gesprochen davon, dass es eine bürgerliche Mehrheit für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags geben würde. Das würde voraussetzen, dass Sie einer bürgerlichen Partei angehören. Diese Fähigkeit spreche ich Ihnen ab. Ich möchte es auch begründen. Ich möchte es auch begründen. Was wir hier, vor allen Dingen wenn Frauen sprechen, an Zwischenrufen und Bemerkungen von Ihnen hören müssen, ist nicht gentlemanlike. Das ist kein bürgerliches Verhalten. Herr, das wäre das Beste. Herr Bartolt. Herr Bartolt, Sie hatten von Fakten gesprochen, das finde ich gut, aber auch nur regen Sie sich doch nicht so auf. Sie sind immer dann besonders empfindlich, Sie sind stark im Austeilen und schwach im Einstecken. Da ich von dem Kollegen keine Frage erwarte, sondern nur irgendwelche Bemerkungen, lehne ich die Frage ab. Vielen Dank. Abgeordnete Brandner von der AfD erhält Gelegenheit für eine Kurzintervention. Was gibt es denn da zu blöken auf der linken Seite, meine Damen und Herren? Das ist doch ein geschäftsordnungsmäßig verbrieftes Recht, wenn ein offenbar feiger Redner da vorne eine Zwischenfrage nicht zulässt, durch eine Kurzintervention antworten zu dürfen. Herr Hoben sitzt ja gleich neben mir. Eigentlich bräuchten Sie das Mikrofon jetzt gar nicht, und Sie haben in Abrede gestellt, dass die AfD eine bürgerliche Partei sei. Dass Sie das in Abrede stellen, gestehe ich Ihnen zu, dafür werden Sie ja bezahlt, im Endeffekt vom Steuerzahler und auch von Ihren Beitragszahlern. Aber Sie wissen natürlich genau, dass die AfD nicht nur keine bürgerliche Partei ist, sondern die einzige bürgerliche Partei in diesem Bundestag. Alles andere, was hier sitzt, Herr Hoben, und dazu zählen Sie auch, ist Sozialismus und Gleichmacherei im weitesten Sinne, und zwar im schlechtesten Sinne. Die einzige bürgerliche Partei sitzt hier ganz rechts, und zwar hinter mir als Fraktion. Herr Hoben, Anlass für meine Frage war, dass Sie da vorne wieder so Allgemeinplätze vom Stapel gelassen haben, wie dagegen, dass wir eine bürgerliche Partei oder Fraktion wären, sprechen ja immer die Zwischenrufe, die kämen, wenn bei Ihnen vor allem Frauen reden. Nun ist mal festzustellen, dass bei Ihnen relativ selten Frauen reden, aber das müssen Sie sich mir selber mit sich ausmachen. Mich würde mal interessieren, Herr Huben, was, und jetzt kommt meine Frage, was konkret, Herr Huben, meinen Sie mit diesen Zwischenrufen, die da angeblich unsere bürgerliche Überzeugung in Abrede stellen sollen? Jetzt kommen Sie nicht mit allgemeinen Floskeln wieder, sondern machen Sie ganz konkrete Aussagen. Ich bin darauf gespannt. Sie werden nämlich keine machen können. Vielen Dank. Herr Huben, wollen Sie entgegnen? Bitte. Also erstens, Herr Brandner, ich arbeite seit meinem 17. Lebensjahr, habe zum Teil mein Studium selbst finanziert, bin mit 23 Jahren in das Familienunternehmen eingetreten und habe bis zum letzten Jahr gearbeitet, ganz brav Steuern bezahlt, und deswegen ist der Anwurf, glaube ich, an der Stelle, ich sei bezahlt und Sie nicht, etwas irre. Wir alle werden vom Steuerzahler getragen, die AfD, genauso wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen hier im Hause. Deswegen ist der Anwurf irrig. Sie wollen nun unbedingt eine konkrete Aussage haben. Die Kollegin meiner Fraktion ist leider nicht da, aber sie ist Düsseldorferin und hat deswegen genauso viel Humor wie ich als Kölner. Also lassen Sie den Kollegen auswählen. Also es ist der typische Effekt, der Herr Braun bekommt immer einen besonderen Hormonschub bei solchen Fragen. Das merkt man leider auch immer. Aber ich will es konkretisieren. Die,
Die Kollegin Strack-Zimmermann aus Düsseldorf hatte in einer der letzten Sitzungen eine Lederjacke an. Und was Ihre Kollegen dort von sich gegeben haben, das war einfach unterirdisch. Und die Gelegenheit wollte ich noch mal wahrnehmen, weil Sie ein konkretes Beispiel haben wollten. Es ist dann eben über Lederkleidung und Frauen entsprechend philosophiert worden. Meine Herren, das ist nicht gentlemanlike und deswegen sind Sie keine bürgerliche Partei. So ist es, ganz genau. Das, was die AfD macht, ist ein billiges Ranschleimen an eine lupenreine Autokratie, mit nicht nur Verletzung der Menschenrechte im eigenen Land, sondern mit einer großen Gefährdungsausstrahlung im zentraleuropäischen Raum. Empathie mit dem System Putin hat nichts zu tun mit fehlender Empathie oder Empathie mit dem Land Russland. Ganz im Gegenteil. Sie behaupten in dem Antrag, die erste Städtepartnerschaft sei mit Suhl gewesen. Da waren Hamburg und Leningrad schon lange in einer Partnerschaft verbunden und sind es bis heute. Sie sind nicht diejenigen, die das am besten wissen. Zur Freundschaft zwischen Russland und Deutschland gehört nämlich zuallererst die Freundschaft der Zivilgesellschaften. Die Menschen, die 1991 aus Hamburg Pakete nach St. Petersburg geschickt haben. Fahren Sie mal als Hamburger nach St. Petersburg. Dort gibt es großen Respekt wegen der Freundschaft der Menschen, nicht wegen der Freundschaft der Regierung oder wegen dem Ankuscheln an Putin. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer wie Alexander Gauland die Zeit von 33 bis 45 als Vogelschiss in der deutschen Geschichte bezeichnet und damit auch das Gedenken und die Erinnerung an die 27 Millionen Toten der einstigen Sowjetunion mit Füßen tritt, der ist sicherlich vieles, aber kein Freund der Bürger Russlands, Belarus oder der Ukraine. Und die Politik des Nationalismus und ihr Abgesang auf Europa, die führen deutlich zurück zu den einstigen Schützengräben der Vergangenheit. Und Teile oder besser ausgesprochen Flügel der AfD feiern am 9. Mai nicht den Tag des Sieges mit Russland, vielmehr stellen Teile oder besser gesagt Flügel ihrer Partei die Reinkarnation der Besiegten von einst dar. Ach, jetzt war ich aber doch sehr erstaunt, als ich diesen Antrag gelesen habe. Da steht doch tatsächlich wörtlich drin, Deutschland ist eine Kulturnation. Steht da drin? Unser kultureller Reichtum ist einzigartig, steht da auch drin. Brauchtum und Traditionen, unser reiches immaterielles und materielles Kulturerbe sind wesentliche Teile unserer kulturellen Identität. Gut, gerade wir von der Opposition finden das natürlich auch. Aber Jesus, Maria und Josef, ich bin ja so schockiert. Aber es ist doch einfach so ausgrenzend, solche Begriffe zu verwenden. Ausgrenzend, genauso wie der Begriff christliches Abendland, was der Herr Kardinal Marx nicht mehr als Begrifflichkeit verwendet, wissen will. Das war für mich ein neuer Effekt. Und dann bricht hinein ein Satz, wo ich ehrlich sagen muss, Herr Fröbing, Kultur schafft sich selbst. Haben Sie den heute Morgen im Glückskeks gefunden? Nein, Kultur schafft sich nicht selbst. Kultur ist etwas, was Menschen schaffen, wozu man Räume braucht, die hergestellt werden müssen, wozu es Paradigmen braucht, an denen man sich entlanghangelt. Nein, Kultur kann sich nicht selbst schaffen. Kultur kann man bewahren, Kultur kann man befördern. Und Kultur muss vor allem im ländlichen Raum so befördert werden, dass er den gleichwertigen Lebensbedingungen auch genügen kann. Das ist der Inhalt dieses Antrages. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist bei einigen Kollegen aus der CDU, CSU und der FDP durchaus gut gemeint ist, da sie einfach nicht zur Genüge durchschauen, welches politische Spiel hier getrieben wird und wie sie linken Ideologen, ja leider, auf den Leim gehen. Frau Motschmann hat das wieder gezeigt. Der linken Seite dieses Hauses sage ich aber, wir trauen ihrer moralischen Empörung und ihren zur Schau gestellten humanistischen Motiven nicht über den Weg. Wir erkennen ihre politische Absicht und sind mehr als verstimmt. Ihnen geht es gar nicht um ein würdiges Gedenken an die Opfer dieser Verbrechen. Ihnen geht es in Wahrheit darum, ein tiefes Schuldbewusstsein für alle Zeiten in Deutschland zu verankern. Vor allem den nachwachsenden Generationen wollen Sie einen moralisch zermürbenden Gedanken einpflanzen. Und weil es immer wieder hier behauptet wird, die AfD will
ganz gewiss keinen Schlussstrich unter die Verbrechen des NS-Regimes ziehen. Wir wollen eine Erinnerungskultur, an deren Horizont Heilung und vielleicht auch Versöhnung stehen, aber kein bewusstes Offenhalten der Wunden und keine künstlich herbeigeführte Neutraumatisierung jeder neuen Generation in Deutschland. Bitte, Herr Kollege Gort. Danke, Herr Kollege Kubicki. Das heißt, Herr Präsident, Herr Kollege Gort. Ja, noch 15 Minuten. So wenig der NS ein Betriebsunfall der deutschen Geschichte war, so wenig ist Herr Höcke und sein Satz vom Denkmal der Schande ein Betriebsunfall in der Geschichte der AfD. Herr Jongen, das haben Sie heute eindrucksvoll leider bewiesen. Ich halte ein Bild hoch. Vielleicht erkennen Sie dieses Bild. Wer ist das? Ich würde Sie bitten, auch der Stunde und der Erinnerung angemessen sich zu verhalten. Das wäre ein wichtiger Hinweis. Sonntag hatte ich aber Ottmar Edenhöfer in meinem Beruf zu Gast vom Potsdam-Institut. Und der warnt vor den Ergebnissen jetzt, weil sie eben nicht klimaschonend sind. Und was sagt das aus? Die Energiewirtschaft beschwert sich nicht. Klimaforscher aus Potsdam beschweren sich. Das zeigt mir nur eins. Es ist eine Lösung, die gefunden werden soll, die teuer ist, aber fürs Klima unwirksam. Das ist doch, kann doch nur die Konsequenz sein. Sprechen Sie doch mit dem Potsdam-Institut mal, meine Damen und Herren von den Grünen, wenn Sie es nicht glauben. Kollege Lindner, das war eine verdammt dünne Suppe, die Sie hier abgeliefert haben. Also, um das mal klar und deutlich zu sagen, heute Abend wird der Abschlussbericht der Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin, dem Bundeswirtschaftsminister und dem Ministerpräsidenten der Länder überreicht. Es bedurfte daher überhaupt nicht Ihres Antrages auf eine Aktuelle Stunde, um die Thematik hier in diesem Hohen Hause zu debattieren. Denn offiziell liegt dieser Abschlussbericht überhaupt noch nicht vor. Und wir werden noch ausreichend Gelegenheiten haben, darüber zu debattieren. Beispielsweise mit der Energiewirtschaft debatten. Darüber wird noch zu diskutieren sein. Herr Lindner, können wir weitermachen? Meinetwegen kannst du. Ja, wunderbar. Ich dachte nur, ich weiß, dass du gleichzeitig hören und reden kannst, aber vielleicht ist das mit dem Verstehen einfacher, wenn man sich aufs Hören konzentriert. Es reicht Ihnen nicht, dass Sie die sichersten Kernkraftwerke der Welt auf dem Altar einer Panikpartei geopfert haben. Es reicht Ihnen nicht, dass schon jetzt der Strompreis der höchste in Europa ist und sich allerorten Energiearmut in Deutschland eigentlich nie gehört, Energiearmut breit macht. Damit das Volk diese Abschaltungen nicht mitbekommt, werden natürlich keine Haushalte von der Stromversorgung getrennt, sondern beispielsweise Aluhütten. Schauen Sie mal im Google, da können Sie was lesen darüber. Und dass nun ausgerechnet die FDP den Steuerzahler erkennt. Herr Lindner, in den letzten 20 Jahren haben Sie auch an verantwortungsvoller Position 4 Jahre regiert. Und Ihre Energiepolitik, was hat die denn gebracht? Sie haben die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke verlängert und haben dann wieder die Rolle rückwärts gemacht. Mit der Folge, dass die Steuerzahler Milliardenforderungen heute noch zu begleichen haben. Da sind Sie für verantwortlich. Aber jetzt vorzuschlagen, wie es beispielsweise die FDP macht, man soll den Kohleausstieg dem Markt überlassen, also das kann doch nicht wirklich Ihr Ernst sein. Also da ist doch jetzt Planungssicherheit zu schaffen für Klima und für die Region 1000-mal besser, als zu warten, bis die LEAG irgendwann von heute auf morgen den Laden dicht macht. Damit ist doch wirklich niemandem geholfen. Und zur AfD will ich mal eines sagen, Herr Hilse. Nicht nur, dass Sie den Klimawandel leugnen. Sie kämpfen gar nicht für die Kohlekumpel. Sie spielen mit Ihren Ängsten. Sie lügen den Leuten noch in die Tasche. Und das ist keine verantwortungsvolle Politik. So, und wenn es um die Fragen des Strukturwandels geht, da ist Herr Lindner ja immer ganz vorne dabei, auch beim Thema Klimaschutz, wenn es so auf der allgemeinen Ebene geht. Aber Herr Lindner, das, was wir gerade hier von Ihnen erlebt haben,
Und wenn ich richtig informiert bin, saß in der Kommission ein ehemaliger FDP-Staatssekretär und hat da mitverhandelt und hat übrigens die größten Subventionen an der Stelle gefordert. Herr Lindner, wie bigott ist das denn? Immer dann, wenn es konkret wird, da gehen Sie laufen. Das ist das Prinzip Lindner und das haben Sie uns heute hier auch präsentiert. Das funktioniert nicht. Und Herr Kollege Krischer, wenn Sie hier heute hier hinstehen und vom Prinzip Lindner sprechen, sage ich mal, was Ihr Prinzip ist. Ihr Prinzip Krischer ist es, Fakten biegen, bis die Balken brechen. Denn hier zu behaupten, dass der Kohlestromanteil verantwortlich dafür sei, dass die Bundesrepublik Deutschland die Klimaziele 2020 nicht erreicht, ist grob gesagt die Unwahrheit. Und das sage nicht ich, sondern das steht in dem Bericht der Kohlekommission drin. Und meine Damen und Herren, man muss an der Stelle feststellen, Sie sind keine Klimaschützer, sondern Arbeitsplatzvernichter, meine Damen und Herren. Und Herr Kollege Mirsch, als die SPD noch die Interessen der Stromwirtschaft und der Bergleute vertreten hat, hatte die SPD in Brandenburg eine absolute Mehrheit. Da sind Sie ja meilenweit davon entfernt. Warum? Weil Sie in die Planwirtschaft eingestiegen sind, weil man nach dem Ausstieg aus der Kernenergie jetzt aus der Kohleindustrie aussteigt. Man muss das dann subventionieren und weil dann Strom fehlt, reden Sie doch mal mit den mittelständischen Unternehmen in Biberach. Die Stromunterbrechung, die der Kollege angesprochen hat, die gibt es tatsächlich. Und also die AfD würde jetzt mal ganz klein reden. Wenn ich jetzt sehe, wie wichtig Ihnen das Thema ist, dann muss ich nur in Ihre Reihen gucken und Sie sind ziemlich dürftig. Ja, das ist echt blumige Reden, fulminante Reden, aber dann so doch ziemlich spärlich besetzt. Und Herr Lindner, Sie sind ja ein junger Mann und ich habe immer gedacht, Sie haben ein gutes Gedächtnis. Mein Kollege Mirsch hat schon gesagt, was uns es heute noch kostet, die Laufzeit verlängern und was hinterher kam. Und Moment, ich bin noch nicht fertig, Herr Lindner. Also erstens haben Sie mal, also hören Sie doch einfach mal zu, Sie haben daraus nichts gelernt. Es kam damals richtig teuer und der Steuerzahler saß auch nicht mit am Tisch, als Sie uns das präsentiert haben. Und die Steuerzahler haben heute noch davon das Ergebnis, was sie verkräften müssen. Und nur mit dem zu kommen, der Emissionshandel wird schon regeln. Das hatten wir ja viele Jahre lang auch bei Ihrer neoliberalen Politik schon gehört. Der Markt wird es schon regeln. Ihre Zeche zahlt der kleine Mann. Die Finanzkrise war Ihre. Ach was. Ich kann mich da irgendwie an die Liberalisierung der Finanzmärkte sehr gut erinnern. Jetzt Vorsicht, nicht, dass es zum Bumerang wird. Und im Übrigen, auch wenn Ihr Kollege Theurer das mal so aufmacht, dass hier ein Keil zwischen den Regierungskoalitionen-Fraktionen wäre. Ich kann Ihnen nur sagen, hätten Sie sich nicht vom Acker gemacht, wären Sie nicht ein Drückeberger gewesen, hätten Sie alle Möglichkeiten gehabt, dies zu gestalten. Und wir zeigen auch, dass es eine Modernisierungsstrategie ist und eine Innovationsstrategie. Mann, Sie halten doch immer am Alten fest. Sie sind doch wirklich schon von gestern. Jetzt lassen Sie uns... Es ist hoffnungslos. Es ist einfach hoffnungslos. Ich habe ja schon mal gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Und so ist es bei Ihnen. Und von Ihnen werden die Regionen auch keine Solidarität erhalten, sondern darauf können Sie sich bei uns verlassen. Der Beweis muss ja noch erbracht werden, oder? Ja, bringen Sie mal den Beweis. Ich kann Ihnen sagen, deswegen werden Sie mich von meiner Überzeugung und von meiner ethisch-moralischen Verantwortung auch nicht abbringen, nur weil Sie meinen, dass man 1% mehr oder weniger. Schauen Sie lieber, dass Sie nicht ganz rausfliegen. Das würde ich Ihnen nämlich auch wünschen. Das sage ich Ihnen jetzt gerade mal aus dem Herzen, aus dem Tiefen meines Herzens. Das Wort vielleicht noch zu den Schülern, von denen ja heute auch schon gerne gesprochen wurde. Von denen habe ich eine E-Mail gekriegt, von einem Nick. Der schrieb, hallo Mario, und da geht's schon los. Die Kinder werden instrumentalisiert, es fehlt ihnen an Respekt und an Wertschätzung. Und Mario schreibt man groß. Vielleicht sollten Sie Freitag doch wieder den Gang in die Schule antreten. Danke.